Das war eins dieser Produkte, welches ich eine Zeit lang überhaupt nirgends gefunden habe. Ob im Online-Shop oder bei Rossmann. Ich war mehrfach bei Rossmann und ich habe das nie gefunden gehabt. Und dann hatte ich es, Gott sei Dank. Wir reden heute über das Isanna AHA-Serum. Und wie mir das gefällt, was ich so davon denke, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über ein mega gehyptes Produkt. Hier habe ich nochmal den Karton. Es ist inzwischen, glaube ich, nicht mehr ganz so gehypt, aber es gibt es immer noch. Es ist immer noch im Sortiment. Ich bin bei ihm immer so ein bisschen am Schwanken, ob sie es nicht auch irgendwann rausschmeißen werden. Eine Zeit lang war das ständig weg. Und jetzt habe ich nur einen Rossmann direkt in meiner Nähe und ich habe auch versucht, im Online-Shop das zu bekommen. War nicht möglich. Wir haben es hier mit AHA-Säure zu tun, die ja bekanntlich ein wunderbares chemisches Peeling darstellt. Und was ich bei dem Produkt richtig gut finde und von Isana richtig fair finde, dass sie mit einer gewissen Vorsicht vorgehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das werde ich einfach nie vergessen, PR-Samples von Paula's Choice bekommen. Ist aber schon mega lange her, ne? Also es war noch zu meiner Blogzeit, wo ich über Kosmetik gebloggt habe. Und da war es so, dass ich Säuren gekriegt habe, AHA, BHA, und habe die natürlich in aller Regelmäßigkeit angewendet, dass ich mir richtig schön meine Haut verätzt habe. Also wen wundert's, ne? Und Sonnenschutz habe ich auch keinen getragen, das weiß ich auch. Also Sonnenschutz trage ich erst so das letzte Jahr über regelmäßig. Und habe mich da in jeglicher Hinsicht halt wirklich geschädigt. Und was ich da halt wirklich gut finde, es wird darauf hingewiesen, dass du Sonnenschutz auftragen musst. Und es wird darauf hingewiesen, dass du sehr vorsichtig sein musst, dass du hier mit einer Säure zu tun hast, dass du deine Haut genau beobachten sollst, wie sie reagiert. Und sobald du halt irgendwie eine starke Reaktion zeigst, aufhören mit dem Produkt, ne? Also dann war es wirklich zu viel, weil du musst dir das so vorstellen, dass wie bei einem Sonnenbrand, wenn die Säure einfach mal so weit auf deiner Haut agiert, dass du wirklich rote Haut hast oder dich überall kratzen musst, dann war es definitiv zu viel. Also das muss man schon sagen. Und deswegen wird hier sehr vorsichtig agiert. Man sagt sogar, dass du das Produkt nochmal runterwaschen sollst. Bei mir funktioniert das Produkt drauflassen. Jeder, der Säure noch nicht gewohnt ist, geh bitte so vor, wie es draufsteht. Also auftragen, 10 Minuten warten, runterwaschen. Jeder, der ein bisschen mehr Erfahrung hat wie ich, und bei Actives ist es ja eh allgemein so, sich langsam hinschleichen. Ne? Also ist echt wichtig. Und ich mache so, dass ich es halt wirklich am Abend auftrage und am nächsten Morgen, also ich tue es nicht mehr abwaschen und am nächsten Morgen kommt es halt wieder runter. Und das kommt halt auch daher, dass ich halt wirklich regelmäßig andere Produkte verwende, die Säure enthalten und da eben auch einen guten Vergleich habe. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, um das Produkt halt wirklich so ein bisschen. Was macht es? Zaubert es diesen Glow aufs Gesicht? Und für mich sind Säuren ein wichtiger Anteil inzwischen an meiner Hautpflegeroutine, weil ich eben fettige Haut habe. Ich habe große Poren und erstmal die fettige Haut wird bei mir weniger. Und AHA ist halt eine tolle Sache, wenn man halt wirklich mal so ein bisschen die Hautschüppchen runterbekommen möchte. Also das ist wirklich eine richtig super Sache. Und wenn du eben keine Erfahrung damit hast, musst du halt echt, sei nicht so dumm wie ich, sondern musst du halt echt ein bisschen aufpassen. Mit 3,99 € ist das eine richtig tolle Sache, weil als das Produkt rausgekommen ist, gab es nicht ganz so viel in der Drogerie. Und das, was es gab, das war halt eben stark parfümiert. Und du musst eben, wenn du Säuren verwendest, halt auf ja, eine milde Routine achten. Also wirklich gucken, wie reinigst du dein Gesicht, Duftstoffe weglassen. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du nicht noch zusätzliche Faktoren in deiner Routine drin hast, die eben die Haut noch zusätzlich reizen. 3,99 € habe ich ja schon gesagt, gibt es bei Rossmann und so wie es den Anschein hat, und ich hoffe, das bleibt auch so, bleibt das Produkt erstmal auch im Sortiment. Und das ist ein echt starkes Produkt,
Also ich kann es wirklich empfehlen, falls du noch nie mit Säuren rumhantiert hast und jetzt mal vielleicht so ein bisschen probieren möchtest und gucken möchtest, was kann deine Haut noch so, kann sie so einen richtig schönen Glow zaubern und so, und das bekommt man damit echt hin. Ich für meinen Fall, also für meine verwöhnte Haut inzwischen schon, mir bringt das Serum an sich nicht mehr so viel, weil das halt einfach wirklich ein Anfänger-AHA-Serum ist. Muss man an der Stelle schon auch sagen. Also es ist ein Anfänger-Peeling. Und sich da aber auch wirklich rantrauen, aber nicht sagen, oh, ich will gleich mit einem stärkeren Produkt loslegen, macht es definitiv nicht. Ne? Also da ist das wirklich eine tolle Sache, um wirklich sich mal an das Thema Säuren ranzuwagen. Ich habe zum Thema Säuren mein komplettes Video gemacht, das verlinke ich dir mal unter dem i. Unter dem i findest du auch einen Ordner, wo ich bis jetzt schon andere Produkte mit Säuren vorgestellt habe. AHA ist ein Säurekomplex, der relativ aggressiv ist. Die Glykolsäure verträgt nicht jeder, deswegen musst du aufpassen. Es kann sein, dass das bei dir gar nicht funktioniert, was aber dann nicht heißt, dass allgemein Säuren in deinem Gesicht gar nicht funktionieren. Da gibt es nämlich noch die PHA-Säure, die ein bisschen verträglicher ist als die AHA-Säure. Kennst du das Produkt? Hast du gute Erfahrungen mit dem Produkt gemacht? Schreib mir das doch gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.